Hallo Leute und herzlich willkommen zum dieswöchigen Setlog. Ja, das Bild ist schief. Könnte ich professioneller machen. Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ich bin relativ gerade zurück aus Leipzig. Ich habe den Tobias besucht und ich war auf einem Geburtstag und dergleichen. Also alles so privater Kram. Aber ich kann trotzdem immer ein bisschen was reden. Denn einerseits darf ich jetzt endlich über ein Spiel reden, das ich in den letzten 2 Wochen so 10 Stunden ungefähr, vielleicht 11, ich habe jetzt die genaue Zeit nicht im Kopf, gespielt habe, nicht SteamWorld heißt. SteamWorld heißt, ist von den SteamWorld Dickmachern. Vielleicht erinnert sich jemand an das Spiel mit dem Roboter, den man mit Wasser auffüllen musste. Man musste sich durch die Gegend graben, Schätze einsammeln und dann wieder hochgehen, weil man nicht so viel tragen konnte. Und SteamWorld heißt hingegen ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Als Sidescroller habe ich so noch nie gesehen, aber ich liebe rundenbasierte Strategiespiele und wenn ihr hört, wie viel ich es gespielt habe, ja, das Spiel ist verdammt gut. Also wirklich verdammt gut. Es geht viel darum, dass man die Figuren richtig aufteilt, dass man die Wände richtig nutzt, denn Kugeln sind ultimative Querschläger, also kannst teilweise 3, 4, 5 Mal abprallen, bevor die ihr Ziel findet. Es gibt explodierende Waffen, die dann auch Teamkameraden schädigen. Es gibt Maschinengewehre und Schrotflinten, die dann halt die Kugeln anders verteilen. Es gibt Waffen, die haben Laservisier, es gibt welche, die haben keins. Es gibt Nahkampf, es gibt Spezialfähigkeiten. Die Hauptfigur heißt Piper und sieht aus wie Iron Man. Ja, obvious. Ich liebe dieses Spiel. Es ist echt gut. Ich bin jetzt im 3. Kapitel. Ich weiß nicht, wie viel es hat. Sieht ziemlich final aus, könnte aber auch noch 2 Kapitel weitergehen, das weiß ich jetzt nicht. Jeder hat so sein eigenes Thema, was die Gegner angeht und damit auch die Bewaffnung der Gegner, den Ziel gehen und vor allem, was man für Schutzmöglichkeiten hat. Denn im ersten Teil hat man sich halt echt nur hinter Schrott versteckt, während man im zweiten dann so aufklappbare Stelzen hat und jetzt hat man so Energiedinger. Die Barrikaden haben auch alle ihr eigenes... ihre eigene Lebensanzeige und die ist jetzt bei den Energieteilen natürlich nochmal um einiges höher. Das ist also sehr schwer zu zerstören und huiuiui macht es Spaß und sieht es wunderschön aus und hat einen extrem coolen Soundtrack. Es gibt in Bars, wo man neue Leute anheuert, neue Waffen kauft und dergleichen, gibt es eine Band, die dort sitzt und tatsächlich richtige Lieder singt, die ziemlich cool sind. Einziges Problem: es gibt in vielen Spielen ja so eine Fantasiesprache. Da gibt es einen Ausdruck, den habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die gibt es ja. Und das kann ja sehr charmant und liebevoll sein, aber auch sehr, sehr nervig. So schön zum Beispiel Okami ist, aber dieses im Hintergrund, wenn die sprechen, was einfach nur unglaublich anstrengend zu hören ist. Und wie gesagt, ich mag das Spiel ansonsten. Aber und hier ist es genauso. Bloß, dass man ab und zu, glaube ich, noch die englischen Sachen durchhört. Aber es ist so schwierig, weil es einfach klingt, als würden Computer durch das Gebiss von Gunsman sprechen, aber dabei in Binärcode bleiben. Aber so ganz, ganz komisch. Aber auch nicht piepsig genug, sondern halt einfach nur so. Also so wie man sich denn so ein hässlichen fetten Müllbesatzungsroboter halt vorstellt. Naja, aber das ist echt der einzige Kritikpunkt. Ansonsten ist da alles echt großartig. Dann haben wir, und er liegt hier neben mir, weil ich den nächsten Mal mit Freunden gucken will, diesen Film hier geguckt. Den kennt niemand. Zu Recht. Der ist wahnsinnig lustig, aber es wundert mich halt nicht, dass ihn keiner kennt. Wie gesagt, Ryan Reynolds. Und eine Katze. Okay, ich versuch's zu. Also erstmal zum Hintergrund. Ein syrischer Flüchtling, eine Flüchtlingsdame. Es gibt das keine weibliche Version von Flüchtlingen, oder? Hey. Hat mit amerikanischer Unterstützung in Babelsberg diesen Film gedreht. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber hey. Und es geht letzten Endes darum, dass Ryan Reynolds jemanden spielt, der die Stimme seiner Katze und seines Hundes hört
und dessen Mutter auch schon Stimmen gehört hat, dementsprechend ist er in psychiatrischer Behandlung und war anscheinend auch lange in der geschlossenen, sehr, sehr lange. Und er arbeitet jetzt für jemanden, der so Badewannen und Toiletten herstellt, im Vertrieb, beziehungsweise halt unten packt die Sachen ein und schickt die los. Und will sich dann unbedingt mit der Kollegin verabreden und die findet ihn komisch und letzten Endes passiert ein Unfall, als er sie einmal nach Hause bringt, weil er sie nachts aufgabelt, nachdem sie ihn eigentlich hat sitzen lassen. Und er bringt sie aus Versehen um. Also sie fahren in einen Elch rein, nee, nicht in einen Elch, in einen Hirsch. Dessen Stimme er dann auch hört, den er umbringt, während er gerade noch über die Erzengel und Luzifer geredet hat. Was schon mal die beste Ausgangslage ist, während diese Frau quasi in Unterwäsche neben ihm sitzt, weil sie ihn komplett durchnässt war. Sie rennt vor ihm weg, er läuft hinterher und stolpert mit dem Messer an sie rein. Und will dann ihr Leid beenden. Und sticht so ungefähr 20 Mal auf sie ein. Das Problem ist einfach, er ist halt in der Art und Weise krank, dass er halt die ganze Welt anders wahrnimmt. Das heißt, er sieht nicht die richtigen Auswirkungen. Er sieht das alles sehr viel schöner, angenehmer. Genauso auch seine Wohnung, in der er kein Problem sieht. Er sieht alles immer sehr sonnig, sehr bunt. Während es ab und zu Szenen gibt, in denen er zum Beispiel seine Tabletten nimmt oder dergleichen, oder in der andere das alles sehen, in der es alles sehr, sehr düster und abgefragt wirkt. Und zu den beiden Tieren muss ich noch kurz kommen, denn Bosco, der Hund, ist so die gute Seite, die gute Seele. Er ist sehr freundlich und so, nein, du hast doch Prinzipien. Du kannst doch das nicht einfach alles machen, während Mr. Whiskers, hey, gib deinen Trieben nach, ich habe auch schon mal getötet, du fühlst dich dann lebendig. Das ist schon, also da kommen teilweise Sprüche bei rum, die sind jenseits von Gut und Böse. Dass dieser Film am 16 ist, kann ich nicht nachvollziehen. Nicht, weil so viel gezeigt wird, sondern einfach aufgrund dieser Absurdität, dieses unglaublich Makabere, dass ich nicht weiß, ob ich das einem 16-Jährigen zeigen würde. Aber ich finde den Film super. Und speziell die Endszene, die auch gleichzeitig das Menü bildet, ist, also der Abspann ist unglaublich absurd. Also das trifft auf den ganzen Film zu, es ist unglaublich absurd, er redet auch mit den Köpfen und so weiter. Es ist super gestört lustig. Also halt wirklich, man braucht einen sehr makaberen Humor, um diesen Film zu mögen. Also wenn man jetzt wirklich nichts damit anfangen kann, also wenn man jetzt wirklich sich so sagt, nee, ich lache nicht gern über so Sachen, die brutal oder unnötig sind, lasst die Finger davon. Dann lasst ganz eindeutig die Finger davon, dieser Film ist nichts für euch. Aber wenn ihr sehr, sehr, sehr schwarze Komödien mögt und kein Problem mit Gewalt und Blut habt in Filmen, ist der Film super für euch. Und das klingt eigentlich ziemlich krank, diese Einstufung. Okay, aber des anderen haben wir auch noch die letzten Panem-Film gesehen im Kino. Und muss ja sagen, ich habe den ersten Film damals mit einer Bekannten gesehen, nachdem ich sehr, sehr skeptisch war, weil ich das Konzept komisch fand. Fand den Film immer ziemlich gut und mochte auch den zweiten. Und bis zu einem gewissen Grad mochte ich auch den dritten. Das Problem bei dem Film ist ein bisschen, dass die Grundannahme oder beziehungsweise dieses Grundsetting mit dieser eher Fantasy-artigen Arena in einer Sci-Fi-Welt und dadurch den altertümlichen Waffen und so weiter gut funktioniert. Im dritten Teil haben sie aber ein Kriegsszenario in dieser modernen Welt, die aber weiterhin mit diesen Fallen gespickt ist, aber es ist sehr, sehr komisch und es ist dadurch auch sehr, sehr aufwendig. Sie gehen durch die Kamera für solche Städte der Welt mit der auffällig mal von einem dreizackner Armbrust und einem Bogen durch, was einfach, sagen wir mal, nicht übertrieben gut ist, und dann verstecken sie das auch noch unter Sachen. Und also es scheint besser, also ich habe mir sagen lassen, es ist besser als das Buch damals, weil es viele Sachen, die das Buch einfach, sagen wir mal, komisch, nicht falsch, sagen wir komisch macht, ausgleicht. Zum Beispiel, dass die Hauptfigur halt nicht permanent nur auf der Krankenstation unter Drogeneinfluss liegt und nichts macht. Das ist ja anders, sie ist relativ aktiv. Es ist weiterhin sehr schön gespielt, aber an manchen Stellen dachte ich mir so, das war jetzt nicht das Allerbeste, aber es ist trotzdem ein
netter Abschluss, das muss man sagen. Also es ist als Reihe so finde ich es wirklich gut und ich finde es als Reihe deutlich besser als die Hobbit-Filme. Muss ich jetzt mal so sagen. Wobei ich den Hobbit ja als Buch sehr mochte und die Filme jetzt auch nicht schlecht fand, aber so als diese Viererreihe hat es deutlich besser funktioniert, auch wenn hier ebenfalls die letzten zwei Filme am schwächsten waren. Gut. Ich lasse es dabei, aber wie gesagt, man kann ihn sich gut angucken. Und wenn man die ersten drei gesehen hat, wird man den sich auch angucken und wird, sagen wir mal, jetzt nicht enttäuscht in dem Sinne, dass man jetzt plötzlich einen schlechten Film vorgesetzt bekommt, sondern einfach einen nicht ganz so guten wie den ersten und zweiten. So würde ich es ungefähr stehen lassen. Gut, ich hatte doch noch was. Ach genau, und ich habe jetzt wirklich zum ersten Mal richtig bewusst, also ich habe die halt schon mal gesehen, aber halt eher so nebenbei die alte Star Wars Trilogie geguckt. Und ja, die sind gut. Die sind wirklich durchweg nette Filme. Die deutsche Übersetzung ist sehr inkonsequent. Und ja, wir haben es auf Deutsch geguckt, was ich persönlich auch nicht schlimm finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man jetzt kritisieren oder nicht? Das ist mir völlig Wumpe, ob ihr das kritisiert oder nicht, dass man sich Sachen auf Deutsch oder nur auf Englisch anguckt. Das mache ich, wie ich es will. Also die deutsche Übersetzung ist leider relativ inkonsequent, denn zum Beispiel in Episode 4 wird der noch der Kaiser genannt, während er in den anderen Filmen der Imperator genannt wird, was einfach mehr ist. In Episode 5 war es, glaube ich, wird er einmal Jabba the Hutt und einmal Jabba der Hutte genannt. Das sollte nicht sein. Das wird dann irgendwie durch die neuen Szenen und so weiter zustande gekommen sein, aber das darf nicht sein. Das geht einfach nicht. Das kann man so nicht machen. Mitten im gleichen Film, das geht nicht. Manche von den Sachen sind, finde ich persönlich, nicht so gut gealtert, wie es viele behaupten, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut ansehbar und dergleichen. Interessant fand ich, dass die Filme eigentlich genauso geschnitten sind wie Filme heutzutage, bloß dass sich dabei mehr Zeit lassen wurde. Also man hat genau diese gleiche Wirre hin und her springen, bloß dass man halt statt 1,5 Sekunden, 5 Sekunden auf den Bildern drauf. Allerdings auch so, dass denn teilweise in diesen 5 Sekunden halt nichts ist. Einmal hat nicht mal die Figur geredet, die war völlig belanglos, aber man hat 5 Sekunden auf sie drauf gezeigt. Und jetzt, die war vom Kostüm her genauso gut wie alle anderen, sah aber schlecht aus. Ich verstehe nicht, warum das denn gemacht wurde und warum Luke Anführer der Rebellen wurde oder einer der Anführer der Rebellen, weiß ich auch nicht. Das habe ich irgendwie nicht ganz begriffen, weil er ist ein Bauerntrottel, Kräfte hin und her, Heldentat hin und her. Das heißt nicht, dass er ein guter Anführer ist. Und ich weiß auch nicht, ob er es jemals beweist. Man, er zieht völlig alleine los und wird von einem Jedi niedergeprügelt. Ist für mich nicht gerade das Zeichen für einen guten Anführer. Aber, ey, gibt durchaus schlechtere Filme und vor allem aus der Zeit gibt es auch deutlich schlechtere Filme und heutzutage gibt es auch sehr, sehr viel schlechtere Filme. Aber was ich sagen muss, wenn man jetzt nur nach dem Film geht, warum zur Hölle hat Boba Fett Fans? Der macht nichts. Der macht den ganzen Film über nichts, außer am Ende vom geblendeten Han Solo auf die Fresse zu kriegen und in ein Loch zu fallen und zu verenden. Und ein-, zweimal zu schießen und einmal sieht man, dass er ein Jetpack hat. Das war's komplett. Also klar, Extended Universe hin oder her, aber wenn man jetzt nur nach diesem Film geht, macht er nichts. Also das ist wie Fans von dem Charakter Penguin in One Piece damals. Der hat einen Satz gehabt und hat damit eigentlich keinerlei Charakter gezeigt, sondern nur, hey, ich mag Frauen. Ungefähr so. Und mehr ist ja hier auch nicht, bloß dass er noch nicht mal spricht. Das andere muss ich sagen, Lando Calrissian fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Das ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Und ganz ehrlich, ich mochte auch Han Solo jetzt nicht so. Also, er war meistens so dieser bisschen ruppige Kerl, was durchaus okay war. Aber eine Szene hat mich wirklich extrem gestört und das ist die im Maschinenraum vom Millennium Falcon, der übrigens im Deutschen der rasende Falke heißt, was eine ganz komische Übersetzung ist. Aber hey, wie gesagt, Übersetzung geht nur her.
der mit Lea redet und dort, ja, du magst mich doch auch, du schaust immer noch auf mich und so weiter. Und diese Szene wird nur gütig gemacht, dadurch, dass das ja stimmte und sie ja dann küsst. Aber ansonsten ist das ein 1A-vergewaltiger Dialog. Ja, du, sie wolltest doch auch. Fand ich ganz, ganz dolle befremdlich. Also richtig befremdlich. Das ist keine angenehme Figur, die sowas bringt. Wirklich nicht. Ja, und der bessert sich innerhalb der Zeit auch, aber halt nie so komplett. Chewbacca hingegen finde ich irresympathisch. Muss ich ja, allein wie er dann die Leute umarmt zum Abschied und so weiter, das ist sehr, sehr gut. Wir sind ein bisschen zu viele Fantasiesprachen, die dann eigentlich nur aus und bestehen. Wo man dann immer warten muss, bis es jemand übersetzt oder Untertitel einschalten muss, die wir halt nicht hatten, weil sonst der ganze Film Untertitel gewesen wäre. Und es waren mir einfach ein paar zu viele. Und zu viele verschiedene. Aber das ist einfach, das ist so persönliche Präferenz. Weil wenn, dann hätte man auch gleich den ganzen Film so machen können, weil wieso sprechen die anderen denn quasi Englisch? Ja, weil es Menschen sind. Naja. Und das andere, wir haben auch ein paar Folgen Star Trek geguckt von Deep Space Nine und das waren Ferengi-Folgen. Die Ferengi sind ein Volk von Kapitalisten. Und heilige Scheiße, sind das üble Typen. In der einen ging es darum, dass sie zu ihrer Mutter fahren, weil die Mutter hat Profit gemacht. Und Frauen ist es verboten, Profit zu machen. Frauen ist es auch verboten, Kleidung zu tragen. Ja. Das ist hart. Wirklich hart. Dementsprechend kommen auch Szenen wie, oh mein Gott, ihre Mutter trägt Kleidung. Ich muss meine Augen verbergen und sie spricht mich an. Das geht auch nicht, weil eine Frau darf einen Fremden nicht ansprechen. Dieses Volk ist so dermaßen sexistisch, das ist unglaublich. Und da kommen so Szenen wie, was? Öffentliche Schulen? Krankenversicherung? Was ist denn aus dem guten alten Motto geworden, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden? Und nur solche Sprüche die ganze Zeit. Und auch, wie sie einen Konflikt lösen. Es ist sehr, sehr absurd. Aber gut. Es ist echt gut, schon ziemlich, ziemlich hart. Das Problem ist, dass Tobias mich dann die ganze Zeit mit solchen Sprüchen genervt hat. Aber sei ihm gegeben. Gut. Ich denke, ja, wenn ich so auf den Tacho gucke, das sollte erreicht haben. Ich würde sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ihr habt euch wohl, euer Sendi, der den Ausdruck nicht trifft.